Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming zu einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Heute haben wir es zu tun mit 13 Updates und 11 neuen Mods. Bevor wir doch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Marco Habedank für die Mitgliedschaft. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Wir starten mit dem ersten Update und zwar kommt dieses für die Freiwillige Feuerwehr. Diese kommt von Yellowneck und Geuse 334. Downloadgröße 22,17 MB jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Textur verändert. Das nächste Update kommt für die Somerset Farms von Steve's Mods. Downloadgröße 187,27 MB in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, entfernte Leute, die im Himmel spazieren gehen, herumliegender Müll auf den Feldern und im Schweinehof beseitigt, weitere Tore hinzugefügt, Schatten von der Kartenkollision entfernt, Betonplatte außerhalb der Karte entfernt, Silagebunker am Kuhhof ersetzt, fester Teichbereich, Sie können jetzt Ihren eigenen Schlafauslöser platzieren, schwimmender Baum auf dem Boden platziert, Produktionen des Basisspiels hinzugefügt, sodass keine zusätzlichen Mods erforderlich sind. Basisverkaufspunkte hinzugefügt. Das nächste Update kommt für die Massey Ferguson 5400er Serie von AMG Gaming und Ballet Bill. Downloadgröße 45,05 MB jetzt in der Version von 1.2.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, gefixt, Beifahrerposition bei Large Frame Modellen, hinzugefügt, mausgesteuerte Türen und Fenster mit Geräuschen, hinzugefügt, neue Sounds für Blinker, Hupe und Kabinenrasseln. Wir kommen zu der John Deere 8R Series von Custom Modding. Diese kriegt das nächste Update. Downloadgröße 97,75 MB in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, aufklappende Blinker behoben. Das nächste Update kommt für den Lizard 1105 von Contacomigo Modding. Downloadgröße 16,94 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Baldachin-Option hinzugefügt, Malfehler behoben, verbesserte Textur und Modellierung, Marionette setzen. Wir kommen zum MAAG-Pack von SMI Modding Team, welches das nächste Update bekommt, und zwar mit der Downloadgröße von 60,65 MB in der Version jetzt von 1.2.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, neues Modell hinzugefügt, MAAG Kiosk. Die Signalleiste von Nikodu 55 kriegt das nächste Update und zwar mit der Downloadgröße von 2,96 MB in der Version jetzt von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Konfigurationen hinzugefügt. Das Eigenbaugewicht von Edos Pix und Ramon Grillo kriegt das nächste Update. Downloadgröße 3,22 MB in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, neue Abmessungen, angepasste Farben, Specular Map verbessert, Normal Map hinzugefügt. Das nächste Update kommt für das IBC und Palettenstapelpack von Adub Modding ABP Team. Downloadgröße 1,15 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Moddesk-Version erhöht. Dazu wurde hinzugefügt Heuquaderballen, Silagequaderballen, Strohquaderballen, Heurundballen, Silagerundballen, Strohrundballen, Biomasse-Rundballen, Baumwolle-Rundballen, Baumwolle-Quaderballen, Bäckereipalette, Bretterpalette, Butterpalette, Kuchenpalette, Rapsöl, Müslipalette, Käsepalette, Schokoladenpalette, Kleidungpalette, Eierkartonpalette, Stoffpalette, Mehlpalette, Möbelpalette, Traubensaftpalette, Traubenpalette, Honigpalette, Kopfsalatpalette, Olivenölpalette, Rosinenpalette, Zuckerpalette, Sonnenblumenölpalette, Tomatenpalette und Wollepalette. Das ist alles, was hinzugefügt worden ist. Das alte große Gebäude von Matei Mods kriegt das nächste Update. Downloadgröße 11,48 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Texturen verbessert, kleinere Korrekturen, Specular Mask hinzugefügt. Dann kommen wir zum Diesel-Produktionspack vom MTL Modding Team. Downloadgröße 8,02 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Entladegeschwindigkeit von Public to Trailer von 45 Liter pro Sekunde auf 450 Liter pro Sekunde angehoben. Beleuchtung für Abladeplatz hinzugefügt, Dieselschild an der Fabrik ausgerichtet, alte Triggermarker auf den Boden gesetzt.
Wir kommen zum vorletzten Update und zwar kommt dies für die kleine Molkerei von Nelu. Downloadgröße 8,75 MB, jetzt in der Version von 1.1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Occluder Mesh hinzugefügt, verbesserte Texturung. Und somit kommen wir zum letzten Update und zwar kommt dieses für den einfachen Inspector von JT Sage, Downloadgröße 29 KB, jetzt in der Version von 1.0.1.8 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Bugfix, Füllstand für Saatgut, Dünger, Salz und Herbizid sollte immer invertierte Farben haben. Unterstützung für Advanced Farm Manager hinzugefügt. Damit kommen wir zu der ersten neuen Mod und zwar heißt dieser fortgeschrittene Farm Manager, wurde schon erwähnt und zwar kommt dieser von FSG Modding, Downloadgröße 0,37 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Hier können wir mit der Umschalt- und der Bindestrich-Taste können wir dieses Menü aufrufen, wo wir sehen können, welche Geräte zu dem Hof gehören, zu dem wir gehören und wir können entweder direkt sagen, wir können in das Fahrzeug einsteigen, wir können es verkaufen, lackieren, säubern, umbenennen oder parken. Dasselbe kann man machen mit den Werkzeugen. Also wenn wir gerade nicht wissen, wo das Werkzeug ist, können wir dieses anklicken und können sagen, warp an das Fahrzeug. Das heißt, wir können dahin gehen und dann sollten wir auch gleich dieses Werkzeug dann finden. In diesem Falle hier haben wir gerade auf der anderen Seite der Wand sind wir herausgekommen, aber auf jeden Fall winkt es uns in die Nähe. Wir können wieder zurückgehen und dann können wir sagen, hier gehen wir mal hier hin und dann sind wir auch hier in der Nähe von dem, was wir dann danach besprechen werden. Wollt ihr nähere Informationen über diese Mod haben, dann könnt ihr gerne das Video stoppen oder pausieren, damit ihr die eingeblendeten Informationen in Ruhe durchlesen könnt. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod und zwar heißt diese Schlupf zerstört Felder, kommt von FR Fetz, Downloadgröße 19 KB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Wenn in der Realität die Reifen eines Fahrzeugs auf dem Feld oder der Wiese durchdrehen, geht bekanntlich der Boden kaputt. Mit dieser Mod kann dies nun auch in der virtuellen Landwirtschaft simuliert werden, so dass zum Beispiel Grünland nach der Ernte mit einem Striegel, welcher über den Startaufbau verfügt, nachgesät werden oder bei entsprechender Nässe auf die richtige Bereifung geachtet werden muss. In den Spieleinstellungen kann die Stärke der Zerstörung und so weiter gewählt werden. Folgende Möglichkeiten stehen zur Auswahl: wenig, mittelmäßig, viel oder keine. Und das können wir hier sehen, eben natürlich in den Spieleinstellungen. Zerstörungsstärke kann eingestellt werden zwischen wenig, mittelmäßig viel oder keine Zerstörung. Bei der Zerstörung des Bodens ändert sich der Status des jeweiligen Feldes zu gegrubbert. Das heißt also, wenn wir da einen Schaden haben, wird das als gegrubbert zurückgesetzt. Das heißt, am nächsten Mal kann man darüber wieder neu aussehen. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod und zwar heißt diese Class C450 C600 Headers Pack. Diese kommt von Vojtasic. Downloadgröße 16,26 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit drei Schneidwerken und natürlich dem Schneidewerkswagen, dem entsprechenden. Wir schauen uns die C600er Version an. Und zwar wiegt diese 1,6 Tonnen, hat eine Arbeitsbreite von 6 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 10 km/h und kostet 11.500 Euro. Der Aufkleber kann für 50 Euro geändert werden, von alt zu neu. Das ist dieser hier. Dann gibt es bei dem anderen, da muss man sagen, dass das im Prinzip dasselbe ist, nur mit der Arbeitsbreite von 5,1 Meter und natürlich dieses hier, das 450er mit der Arbeitsbreite von 4,5 Metern. Alles andere bleibt dasselbe. Dann der Anhänger an sich, der wiegt 2,5 Tonnen und kostet 850 Euro. Der Kopfzeilertyp kann geändert werden zu natürlich dem entsprechenden Aufsatz. Der eine muss natürlich ein bisschen länger sein als der andere, daher diese Änderung. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod und zwar heißt diese John Deere 7020 16R30 in der 2012er Version von JHG Modding, Downloadgröße 20,53 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies eine Einzelkorn-Sämaschine mit Direktsaat, das heißt also man braucht hier nicht vorher grubbern. Diese kommt standardmäßig mit einem Füllvolumen für das Saatgut von 896 Litern, wiegt 4,2 Tonnen, braucht 210 PS, hat eine Arbeitsbreite von 12,2 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 15 km/h
und kostet 62.300 Euro. Die Tankkonfiguration kann geändert werden und da gibt es, glaube ich, 20 verschiedene Variationen, und zwar von Standard zu Flüssigdüngersatz, dann Pestizidsatz, dann gibt es Tanks und Flüssigdüngersatz und so weiter. Ich klippe hier mal einfach durch, weil es extrem viele Kombinationsmöglichkeiten gibt, was man hier auswählen kann, und wieder zu Standard. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen John Deere und Lizard. Reifenvarianten gehe ich nicht durch. Dann gibt es beim Design hier das 0 Kilo Frontgewicht. Das kann noch hinzugefügt werden, 435 Kilo und zurück. Dann gibt es die reinigende Scheibenkonfiguration, gibt es nein. Dann gibt es die Standard und die Reinreiniger und wieder nein. Anhängekupplungen gibt es hier nein oder Zugmaul hinten, dann wird hier zusätzlich noch ein Zugmaul hinzugefügt oder nein. Flügelstützerkonfiguration gibt es hier auch noch, das heißt, es wird hier ein bisschen stabiler, und die Designfarbe kann gewählt werden zwischen Lizard und John Deere. Also die Animation beim Zuklappen oder Aufklappen ist extrem cool. Ich fühle mich wie in Transformer. Dauert seine Weile, aber ist extrem schön gemacht. Auch der Klang dazu. Die Bearbeitung ist hervorragend. Wir kommen zum Velga DK115 von Bremi 456. Downloadgröße 5,57 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dieser Anhänger hier mit einem standardmäßigen Ladevolumen von 8 Kubikmetern, wiegt 2,4 Tonnen. Maximales Zuladegewicht liegt bei 5,6 Tonnen und kostet 11.500 Euro. Die Konfiguration kann geändert werden von Standard zu Ballenwagen und zurück zu Standard. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Continental, BKT und Trelleborg. Dann gibt es die Abdeckung ja oder nein, und die Abdeckungsfarbe kann gewählt werden zwischen Gelb und dem Grün. Die nächste neue Mod heißt Multi-Trailer Pack, kommt von Wolfex Modding, Downloadgröße 2,42 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit zwei verschiedenen Anhängern. Das sind eigentlich beide dieselbe, nur dass die eine Version eine Tandem-Achsel hat. Und zwar ist das diese hier. Wir starten auch gleich mit dem. Der wiegt 9,3 Tonnen und kostet 12.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Bredestein, Nokian und Trelleborg. Dann gibt es hier beim Design Standard, dann Verlängerung in der Front, dann hinten Rundballenverlängerung, forstwirtschaftliche Erweiterung und zurück zu Standard. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser riesengroßen Farbpalette. Die Verlängerungsfarbe natürlich auch und betrifft natürlich nur das, wenn man das dann auch montiert hat. Die Felgenfarbe kann gewählt werden aus derselben Farbpalette, und das gilt auch für den kleineren, den einachsigen Anhänger. Der hat ein Gewicht von 4,6 Tonnen und kostet 8.000 Euro. Wir kommen zum Unia Rack 1.12 von Nikos 321, Downloadgröße 4,06 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich ein Schwader, und zwar mit dem Gewicht von 530 Kilo, 45 PS braucht diese Arbeitsbreite, 4,3 Meter, 12 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 2.500 Euro. Das Design kann geändert werden von Rot-Grau zu Rot-Gelb und Rot-Schwarz. Wir kommen zu Exacta U3-Punktwaage. Diese kommt von Hoffi, Downloadgröße 1,13 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Das ist diese Waage hier, wiegt 150 Kilo und hat eine Arbeitsgeschwindigkeit von 50 km/h. Der Preis 2.300 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier, und damit kann man natürlich Anbaugeräte das Gewicht messen. In diesem Falle liegt es hier bei 1,4 Tonnen. Kann man mit der Tastenkombination Ctrl oder Steuerung T zurücksetzen auf 0. Und wenn man dann das Saatgut einfüllt, kann man genau ablesen, wie viel Saatgut drin ist. Wenn man dann die Saat ausgebracht hat, kann man danach natürlich wieder noch die Restmenge wieder deduzieren. Dann hat man die genaue Aussaatmenge errechnet.
Wir kommen zu der letzten neuen Mod, was Fahrzeuge und Anbaugeräte betrifft. Und zwar heißt dieser Lizard Protector 90. Dieser kommt von RF Modding. Downloadgröße 19,22 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser standardmäßig mit einer Leistung von 300 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 90 Litern, 120 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 1,6 Tonnen und kostet 65.000 Euro. Dann kann hier beim Dach mit Fenster ausgewählt werden. Das ist das hier. Das ist zwar nicht das Dach, aber das ist egal. Das ist das hier. Fahrerposition gibt es den Rechtslenker oder natürlich den Linkslenker. Dann gibt es das Adventure Kit Standard, Kühlergrill, Stufen und natürlich Grill und Stufen. Und dann gibt es noch das komplette Adventure Kit. Beleuchtung gibt es werkseitig oder LED. Reflektierende Aufkleber gibt es als keine. Dann gibt es Bau, Polizei oder Rettung. Rundumleuchten gibt es auch Standard. Dann gibt es Bau, Polizei, Rettung, dann gibt es Bau 2, Polizei 2 und Rettung 2. Und zurück zu Standard. Reifenvarianten gibt es Straße oder Dreck. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der riesengroßen Farbpalette hier. Farbe der Teile natürlich ebenso und betrifft diese Teile hier. Die Haube spricht natürlich für sich, betrifft die Haube. Und die Felge muss ich nicht speziell erwähnen, ist natürlich die Felge. Das ist der Klang. Kann man die Tür aufmachen und kann auch gleich die Sitzbank innen drin wegräumen. Also das ist eine Bewegung. Finde ich sehr gut und schön animiert. Passt sehr gut. Das ist die Baurundumleuchte, die hier im Einsatz ist. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod und zwar heißt diese gebrauchte Hebebühnen kommt von MX11, Downloadgröße 7,68 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden im Baumenü unter Gebäude und Tools. Da finden wir vier verschiedene Optionen. Einmal eine Zwei-Säulen-Hebebühne, eine zweite und zwar ist das die Quattro. Dann gibt es die Vier-Säulen-Hebebühne mit Liftmaster und natürlich die Reparaturrampe mit Werkstatt. Kostenpunkt zum Platzieren zwischen 3.500 und 9.500 Euro. Dann kann man hier hingehen und kann entsprechend die Hebebühne aktivieren. Jetzt wollen wir gucken, wie das ausschaut, ob er denn dann auch wieder oben bleibt, wie das schon auch mal war. Der bleibt auch wieder oben. Ich glaube, bis er wieder unten ist oder man einsteigt, dann kommt er wieder runter. Das ist offenbar nicht anders zu lösen. Genau so. Und da haben wir natürlich dasselbe noch als Rampe, wo wir dann Zugang zu der Werkstatt haben, wenn man dann hier oben geparkt hat. Und damit kommen wir auch schon zu der letzten neuen Mod für heute. Und zwar heißt diese kleines Bunker-Silo-Set. Kommt von Mephio FS, Downloadgröße 7,76 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Silos. Und zwar haben wir hier verschiedene Optionen, jeweils natürlich zu 20.000 Euro respektive zu 45.000 Euro zum Platzieren. Ich habe hier einmal ein paar ausgesucht, einmal die 45.000er Versionen und dann natürlich die mit den etwas tieferen Wänden, also nicht so hoch. Das sind dann die mittleren Fahrsilos und so weiter. Unterhaltskosten pro Tag liegen zwischen 25 Euro und 45 Euro pro Tag. Schauen wir uns mal die Textur hier an. Richtig schöne Betontextur, richtig cool gemacht. Gefällt mir sehr gut. Das war's dann auch schon wieder von den Mods von heute. Ganz herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Hat dir das Video gefallen, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Willst du keine weiteren Videos dieser Art verpassen, dann hol dir dein kostenfreies Abo ab. Möchtest du den Kanal unterstützen, dann werde doch Mitglied und hol dir deine exklusiven Perks. In diesem Sinne würde ich sagen, bis dann, danke, tschüss und hasta luego.